Yo, Ladies and Gentlemen, das ist Joe Cognito für Play Game mit dem Landwirtschaftssimulator 2011. Play Game. Play it again, Sam. Schon so ein bisschen retro, das Ding. Bin hier im Hauptmenü und gehe jetzt einfach über Karriere und starte mal das Spiel. Ich habe hier schon mal ein bisschen vorgezockt, ne? Damit das nicht so gleich so einen Hänger hat am Anfang, weil am Anfang kann man halt so was machen. Und das habe ich mal gemacht, nämlich Flaschen sammeln. Ja, genau wie bei dem Landwirtschaftssimulator 2013, da gibt es halt Hufeisen. Gibt es in diesem Game hier Flaschen, die man sammeln kann, also so Flaschensammlermäßig. Ist ja ein einträgliches Geschäft mittlerweile geworden, muss man ja so sagen. Und auch in diesem Spiel, ja, ist das total toll. So, da sind wir auch schon auf meinem virtuellen Hof in Kleinpusemuckel. Ich habe mir selber den Namen Knut Käseburg gegeben. Hier sehen wir eine Übersicht über den Fuhrpark, den wir haben. Ich habe noch weitere Geräte zur Verfügung. Hier noch ein Traktor an der Milchfarm und einen Mähdrescher. Oldschool natürlich, ganz klar. So fängt das am Anfang an. Mit dem, was hier auf dem Hof steht. Ja, hier steht auch noch ein Mähdrescher, ein Lizard. Der andere ist auch ein Lizard. Und dann haben wir hier den Red Lizard. Ein Hänger, der taugt auch ein bisschen was. Also das Material hier ist echt so, ja, ne? Nicht so toll. Dann haben wir hier einen Grubber, mit dem ich das Feld halt sozusagen auflockern kann. Ne? Ähnlich wie mit einem Pflug. Es macht keinen Unterschied, ob ich einen Grubber oder einen Pflug nehme. Der Ertrag bleibt gleich. Dann habe ich hier eine Sämaschine, auch so oldschool-mäßig. Ihr seht schon die Rosttextur da dran. Und einen Super 3-Schab-Pflug. Und hier eine Feldspritze. Die Feldspritze und die Sämaschine, die muss ich vorher auffüllen, bevor ich loslegen kann. Da hinten ist das Saatgut und da ist das Düngemittel. Und hier im Hintergrund sehen wir dann halt auch noch die Silos. Da gibt es halt so eine Abkippvorrichtung, da kann ich dann halt so meine Ernte sozusagen reinkippen. Das Silo, da können wir mal reingucken, über den PDA, den Personal Digital Assistance. Und da sehen wir zum Beispiel auch die Wettervorhersage, also gerade hat es ja geregnet und so. Im Regen kann man bestimmte Aufgaben nicht ausführen, wie zum Beispiel den Mähdrescher nutzen. Ja, wenn das Korn nass ist, dann wird nicht gemäht. Die nächsten zwei Tage ist Sonne und am Samstag geht es wieder weiter. Dann sehen wir hier die Preisentwicklung, zum Beispiel für Weizen, Gerste, Raps und Körnermais. Und da sehen wir dann halt auch, es gibt drei verschiedene Stationen, wo ich das Material abliefern kann, in der Brauerei, Hafen und Mühle, und wie die Preise da jeweils sind. Ja, und ihr seht, dass der Preis für Weizen gerade steigt und Gerste, Raps und Körnermais bleiben ungefähr gleich. Für Raps gibt es in der Regel am meisten Geld, weil da auch der Ertrag pro Hektar am geringsten ist. Und ja, da muss man halt gucken, wie sich das entwickelt. Hier sehen wir halt, was in den Silos vorhanden ist. Ja, ich habe hier 16.000 Liter Weizen, Gerste, Das liegt auch so ein bisschen daran, welche Schwierigkeitsstufe ich gewählt habe. Ich spiele jetzt hier leicht, weil ich da am Anfang ein bisschen mehr Ressourcen zur Verfügung habe und dann nicht so viel rumeiern muss, bis ich halt ein bisschen Geld habe. Was ich gemacht habe vorher, als ich das schon mal angezockt habe, ist schon mal ein paar Flaschen eingesammelt. Ich habe hier mal einfach eine übrig gelassen. Hier liegt nämlich auch noch eine drin. Da springen wir mal rein. Da liegt sie. Und ich laufe dann halt über die Flasche. So ähnlich wie bei einem Ego-Shooter, Eber-Shooter. Ja, klick. Dann taucht da eine plus 1 auf. Dann habe ich noch eine weitere Flasche in meinem Stock, in meinem Rucksack sozusagen. Und die kann ich dann halt abgeben. Und je mehr Flaschen ich sammle, desto günstiger kann ich einkaufen, beziehungsweise desto günstiger kann ich handeln. Die Preise sehe ich ja im Shop, da kann ich halt mit P drauf zugreifen. Wenn ich jetzt hier einen Lizard kaufen würde, kostet der irgendwie 28.000 und der hier, der noch schlechter ist, mit 75 PS. Die haben beide 75 PS, sehe ich gerade. Mhm. Aber ich kann den günstiger einkaufen. Vorher fange ich jetzt schon mal an, meine Felder zu bewirtschaften. Dazu steige ich hier mal in diesen Lizard. Schalte halt mit C auf die Kameraperspektive zum Beispiel um. Und hänge jetzt hier schon mal den Grubber an. Brauche ich eigentlich nur gerade zurückfahren. Wie praktisch ist das denn? Mit Q kann ich das Ding anhängen. Und dann geht's los. Hinter. Ich steige hier nochmal aus.
hinter den Silos hier habe ich hier zwei kleine Felder. Die sind nicht besonders groß. Ich habe euch zu den Flaschen und zu den Feldern auch mal eine Karte gebastelt. Die könnt ihr auf meiner Homepage irgendwie sehen oder runterladen, was auch immer. Das macht am Anfang auch total viel Sinn, jetzt nicht irgendwie gleich die großen Felder zu beackern, weil mit dem Gerät, was man zur Verfügung hat, ist das extrem anstrengend. Das macht keinen Sinn, wie gesagt. Dann steht hier auf dem zweiten Feld, was ein bisschen größer ist, auch noch so eine Vogelscheuche rum. Die muss dringend weg. Ja. Mal gucken, ob das klappt. Klappt nicht immer. Doch, diesmal klappt's. Juhu! Weg mit dem Ding. Ja, aus dem Weg. Weil was halt passiert, wenn ich das nicht mache. Und die Geräte kann ich ja teilweise auch automatisch fahren, wie zum Beispiel den Mähdrescher. Da kann ich ein Helferlein einstellen. Oder auch mit dem Grubber hier. Das geht leider nicht bei allen Geräten, aber bei den meisten. Die bleiben dann halt an dieser blöden Vogelscheuche hängen. So. Was ich jetzt mache ist, also die Arbeitsreihenfolge ist, ich grubber zuerst das Feld. Ich könnte es auch pflügen. Wie gesagt, das ist kein Unterschied. Nur mit einem Dreischabflug ist die Arbeitsbreite halt relativ gering. Ja, dann nehme ich halt diesen wunderbaren Grubber hier und grubber das Feld. Und danach bringe ich die Saat auf. Also je nachdem, was halt gerade irgendwie so angezeigt ist, was ich halt brauche. Und dann dünge ich das. Oder ich dünge das halt direkt nach dem Grubbern. Das geht auch. Das macht keinen Unterschied. Man sollte nur die Düngung vorgenommen haben, bevor die Pflanzen halt schon ausgewachsen sind, weil sonst macht das halt keinen Sinn mehr. Und man sieht halt auch nicht so gut, wo man schon gedüngt hat, ja, von der Textur her. Aber das werden wir dann nochmal sehen. Also ich fange einfach hier mit dem kleinen Feld an. Senke den Grubber mit V. Und nutze zum Beispiel den Tempomat, den ich hier zur Verfügung habe mit 1, 2 und 3 auf dem Nummernblock in diesem Fall, um eine bestimmte Geschwindigkeit nicht zu überschreiten, weil wenn ich das mache, dann fliegt mir nachher der Grubber um die Ohren. Ja, hier sehen wir schon. Ich darf hier nur mit 1 arbeiten. Und dann ziehe ich mir hier sozusagen die erste Spur und der eiert hier so ein bisschen rum, der Traktor. Und kurz bevor ich halt die erste Spur durchgefahren habe, drücke ich H und kann dann halt einen Helfer einstellen, der das halt automatisch macht. Das ist extrem praktisch, weil ich muss dann halt auch nicht tanken und so, oder wenn ich halt eine Sämaschine hinten dran habe, muss ich die Saat nicht wieder auffüllen. Das funktioniert dann alles automatisch. Ja, das sehen wir auch auf der rechten Seite, den Status, wie schnell fährt das Ding, 10 Kilometer pro Stunde, wie viel Kohle habe ich. Ja, das wird immer ein bisschen weniger, weil so ein Helferlein und der Einsatz von Maschinen kostet halt Geld. Ja, wie ist die Füllung von meinen Maschinen? Ein Grubber wird nicht gefüllt, deswegen ist da jetzt eine Null, aber bei der Sämaschine taucht dann was auf. Beziehungsweise, wie viel Diesel ist denn da drin? Ne? Ja, und der fährt jetzt hier ganz entspannt irgendwie das Feld ab, bis er fertig durchgegrubbert ist. Und in der Zwischenzeit hole ich jetzt erstmal den anderen Traktor auf meine Farm. Nein, nicht auf die Farm. Ich fahre direkt zum Shop. Ja, der tuckert halt echt so vor sich hin. Den werden wir auch so schnell wie möglich loswerden. Deswegen ist einer der ersten Aktionen, die wir hier machen, beziehungsweise die ich hier mache, ganz schnell Geld verdienen. Und da ich ja in den Silos, so heißt das wohl, schon Material liegen habe, werde ich das so schnell wie möglich verkaufen. Leider habe ich ja nur einen Hänger auf dem Hof, deswegen wird die erste Aktion sein, mir einen neuen Hänger zu holen. So. Dann spare ich mir halt eine Menge Fahrerei, weil das Ziel des Spieles oder ich sag mal, der Sinn des Spieles ist jetzt nicht irgendwie zu gewinnen oder so, ja, sondern der Ziel des Spieles, und das ist nicht immer leicht zu verstehen, wie viele wisst, möglichst effizient zu arbeiten. Ja, so, ne? Gut, dass wir drüber geredet haben. Ist natürlich virtuelles Arbeiten. Hier bei unserem Knut. So, mal schön anhängen das Ding. Den Anhänger anhängen.
Dann werde ich jetzt schon mal eine Fuhre abfahren. Aus meinen Silos, ganz klar. Jetzt muss ich mir halt nur noch aussuchen, was. Ne, was ist ein guter Preis? Da muss man halt irgendwie gucken. So mit der Zeit kann man dann halt sehen, wie sich das halt entwickelt. Also wie das Preisgefüge halt so ist. Gerste für 2,3 ist okay. Weizen 3000. An der Brauerei oder an der Mühle. Ich denke, ich nehme mal eine Fuhre Weizen mit. Das ist ein korrekter Preis. Ich könnte jetzt auch Raps nehmen. Oh, ich glaube, ich nehme Raps. Ich mache erstmal ein bisschen mehr Geld. Dazu fahre ich einfach mit dem Hänger unter diesen Rüssel hier. Und der füllt dann halt den Hänger automatisch auf. Wir sehen den Füllstand unten rechts bis auf 100%. Dann drücke ich die 3 für den Tempomaten. Volles Programm sozusagen. Schneller geht nicht. Ich spiele hier mit Tastatur, also nicht mit Lenkrad und so. Und fahre jetzt mal zur Mühle und bringe das Zeug weg und mache das erste Geld. Und bis dahin spielen wir ein bisschen Musik, ne? Nämlich, wie sich's gehört für so ein Spiel, Country and Western. Viel Spaß dabei. Ja, da sind wir auch schon angekommen an der Mühle. Ich fahre hier einfach über diese Abkippvorrichtung, ja, mit den Alarmbalken. Und wenn ich halt die richtige Position habe, dann taucht ein... Unten rechts sehen wir das halt auch so ein Kipper-Symbol auf. Und mit Q kann ich das Ding dann halt abtippen. Ich kann oben rechts diesen Status, wenn ich halt weiß, welche Befehle ich ausführen muss, kann ich auch wegschalten mit F1. Mach ich mal. So, jetzt habe ich mein erstes Geld gemacht. Nämlich 78 Riesen habe ich jetzt auf dem Konto. Und damit fahre ich jetzt zurück zum Shop und kaufe mir einen weiteren Hänger. Und bis dahin spiele ich noch ein bisschen Musik. Bis gleich. Das war natürlich Blödsinn, das ist nicht das, was ich wollte. Ich wollte erst noch Flaschen abgeben. Hier stehen überall irgendwie auf der Karte mal verteilt so ein paar Container rum. Da kann ich halt meine Flaschen reinschmeißen, so einen Recycling-Container. Und eine Sache, die man halt beim Flaschensammeln oder in 2013 natürlich auch mit dem Hufeisensammeln halt irgendwie abfackeln kann, ist, man lernt natürlich die Karte kennen, weil diese Flaschen halt überall verteilt sind auf der Karte. Egal, ob man da jetzt spielt oder nicht, aber man lernt die halt so ein bisschen kennen. Hier, ne, ist klein Pusemuckel, da sehen wir halt irgendwie automatisch generierte, keine Ahnung was, Figuren. Die sind auch nicht interaktiv, also da kann man auch durchfahren mit dem Traktor und so. Und auch diese Autos fahren halt irgendwie mehr oder weniger sinnfrei durch die Gegend. Das ist halt nur so ein bisschen Eye-Candy. Insgesamt bin ich halt, sag ich mal, für einen Simulator die Texturen und auch die Spielbarkeit extrem cool. Ja, wenn man halt auf so eine Art von Spielen steht, also muss ich sagen, gefällt mir gut. Also die Stimmung, die Wetterstimmung, die Lichtstimmung und ja, was man halt so irgendwie an Gebäuden sieht, ist ausreichend cool. Die meisten Gebäude sind leider nicht begehbar. Ist, ja, da oben zum Beispiel die Burg, da kann man halt irgendwie raufgehen. Ja, da oben kann man halt ein bisschen rumtouren und so weiter und so fort. Aber die meisten Gebäude sind nicht begehbar.
Ob das jetzt gut ist oder nicht, weiß ich nicht, weil letztendlich geht es in dem Spiel halt um was anderes. Gut. Aber ich will jetzt einfach diese Flaschen abgeben, dazu renne ich einfach auf diesen Container zu. Und habe jetzt hier irgendwie 83%. Ja, was habe ich eigentlich? 83% Ansehen, ne? Weil ich habe ja den Müll weggesammelt, den andere da liegen lassen. Das finden die Leute hier gut in kleinen Pusemuckel. Und das bringt mir halt auch irgendwie Punkte in dem Shop, wie gesagt. Das werden wir gleich mal sehen. Ja, hier hinten steht auch noch ein bisschen Gras rum. Also nicht Marihuana, sondern ganz stinknormales Gras. Aber da komme ich sowieso nicht hin zum Arbeiten. Also das ist mir viel zu weit weg von meinen üblichen Runden. Und von daher... So. Dann steigen wir hier mal aus. Also hier ist der Shop. Ja, ich kann jetzt hier mit P entweder direkt in den Shop springen, egal wo ich bin. Oder ich kann hier auch in den Shop reingehen. Da gibt es halt diesen grünen, hüpfenden, diese Pyramide, die auf dem Kopf steht. Die Is zeigen mir ja mal an, irgendwie was da gerade so ist und so. Das soll so ein bisschen Hilfe sein, ist aber weniger eine Hilfe als irgendwie eine Belästigung. Ja. So, und jetzt brauche ich halt einen Traktor. Ach Quatsch, einen Hänger. Hier den kleinen Kipper. Für 10.000. Da kaufe ich mir jetzt einen von. Und wenn ich das geklickt habe, dann steht er hier automatisch irgendwie auf dem Hof und kann den mitnehmen. Und das mache ich auch mal. Das ist ganz lustig für die Leute, die halt sogar, sag ich mal, gerade ihren LKW-Führerschein machen. Da kann man nämlich lernen, über mehrere Achsen zu arbeiten. Das ist nämlich gar nicht so trivial. Also mit diesen Hängern hier geht es noch, mit diesen Kippern. Und das Spiel ist auch relativ großzügig, sag ich mal, was so die Toleranz angeht. Aber letztendlich, gerade wenn man halt Kipper oder Hänger hat, die halt auch noch über die Achse lenkbar sind, das ist dann richtig lustig. Also da kann man schon irgendwie ganz schön lange fummeln, bis die Dinger dann halt irgendwie wirklich angehängt sind. Muss man sich dann halt irgendwie so ein bisschen, da muss man dann so ein bisschen tricksen, ne? So, und dann gucken wir nochmal kurz in dem PDA. Da hat sich jetzt nichts weiter entwickelt. Also ich nehme jetzt mal den Weizen mit. Ja, mein roter Lizard, mein Red Lizard ist jetzt auch bald fertig mit dem ersten Feld. Und dann bringe ich das Zeug hier halt noch weg. Da habe ich noch ein bisschen mehr Kohle zur Verfügung. Und diesmal, also ist nicht ganz voll der Hänger, ich bin hier bei 64%. Diesmal fahre ich allerdings zur Brauerei, glaube ich. Ja, ist der gleiche Preis. Ist ein bisschen weiter weg, die Brauerei. Aber dann lernen wir die gleich mal kennen. Und auch die Felder, die da sind, weil da anzubauen lohnt sich nämlich wirklich. Wenn man dann halt das richtige Gerät dafür hat. Vorher lohnt sich das natürlich nicht, aber ne, dann lohnt sich das. Jo, jo. Ja, und bis dahin spiele ich euch noch ein bisschen Country and Western Music. Hier sind wir in einer Seilbahn. Die Seilbahn führt hier oben auf den Berg rauf. Hier steht auch noch so ein Recycling-Container. Und da kann man entweder mit der Seilbahn hochfahren oder halt auch hier mit dieser Pyramide. Schnick. Wie aus Zauberhand. Hier bekommt man halt einen relativ guten Überblick über die Karte. Also wenn man da mal irgendwie vorbeikommt am Anfang, so beim Flaschensuchen oder so, dann kann man hier ist auch eine Windrose,
Also die zeigt einen sozusagen die Richtung an. Dann kann man hier mit diesen Ferngläsern halt auch ein bisschen auf seine Karte gucken. Hier im Hintergrund sehen wir zum Beispiel den Hafen. Und hier ist die Burg. Ja, hier sehen wir auch die Brauerei. Und hier unten sehen wir zum Beispiel die Mühle und da ist die Milchfabrik. Da ist die Mühle. Und hier sehen wir unseren Hof. Ja, und so kann man sich halt eigentlich einen ganz guten Überblick verschaffen über die Karte. Das wollte ich nur mal kurz zeigen. Und dann fahren wir zurück oder springen zurück. Und fahren jetzt zur Brauerei. Mit Musik natürlich. Ja, damit wäre das halt auch abgegeben. Also die Brauerei, die braucht natürlich in der Regel Gerste, ne? Ist ja klar. Oder auch Weizen zum Brauen. Und ganz in der Nähe steht auch noch ein weiterer Mähdrescher hier rum. Den sehen wir hier. Und auch ein Feld, das fertig ist zum Ernten. Da gibt es auch noch ein weiteres hier hinten rechts, was wir sehen. Ich habe da auch mal eine Karte gebastelt. Die könnt ihr auch auf meinem Blog finden. Dann seht ihr halt auch, welche Felder schon vorbestellt sind, sozusagen. Und hier ist noch so ein Oldschool-Lizard. Ja, ihr seht schon, die Textur ist irgendwie eigentlich cool. Ja, aber das spiegelt auch irgendwie so den Zustand von diesem Mähdrescher wider. Und der ist halt auch betriebsbereit, aufgetankt und so. Alles, was ich machen muss, ist das Schneidwerk vorne anzuhängen, auch mit Q. Steht auch schon total praktisch in der richtigen Position. Ich senke das Schneidwerk mit V und schalte das an mit J, Entschuldigung, nicht mit B. Mit B fahre ich das Rohr aus. Und dann kann ich halt mit dem Tempomat Stufe 2 kann ich hier losfahren. Ich versuche halt die erste Reihe einigermaßen gerade abzuernten. Das wird in der Version 2013 echt besser. Hier ist es halt so, wenn ich direkt ein Helferlein einstelle, dann verzieht er halt die Bahn halt extrem und dann bleibt halt viel stehen. Das ist am Anfang echt nervig.
gibt auch eine Menge Tools und so, wo man halt mit rumeiern kann bei diesen Landwirtschaftssimulatoren. Es gibt eine ziemlich große Szene, Modding-Szene. Da packe ich euch auch nochmal die Links in die Beschreibung. Und da findet ihr jede Menge zusätzliches Zeug, was in dem Spiel leider fehlt. Aber so nach und nach dann halt auch implementiert wird, weil es halt extrem nützlich ist. Aber hier ist halt auch relativ viel virtuelle Handarbeit angesagt. Macht aber auch eben auch Spaß. Also wenn man Spaß an solchen Spielen hat, natürlich nur. Ganz klar, sonst macht es total keinen Spaß. So, Helferlein ist eingestellt. Ja, der hat jetzt eine Reihe abgeackert und ist bei 17%. Ich lasse jetzt meinen Traktor da oben stehen, damit ich halt relativ schnell halt auch den Korntank entleeren kann von diesem Mähdrescher. Der ist nicht so groß, ja, also das heißt, da muss ich öfter mal anfahren. Ein Mähdrescher kostet halt einen Haufen Kohle. Da muss ich dann halt gucken, ob ich mir das dann leisten kann. So, der hier ist erstmal fertig mit dem Grubbern von Feld 1. Deswegen gehe ich jetzt gleich auf das zweite Feld und mache das hier auch startklar, sozusagen. Dann habe ich hier schon mal zwei weitere Felder, die ich dann sehen kann. Es bringt mir immer so ein bisschen Ertrag. Also ich entscheide dann halt auch von den Feldfrüchten her immer so ein bisschen aus dem Bauch heraus, was läuft gerade und was nicht. Also die Preise, die Verkaufspreise für die einzelnen Feldfrüchte werden Mitternacht umgestellt bei der 2011er Version. Ja, er hält kaum die Spur. Egal. Also ein bisschen ist in Ordnung. Oder auch nicht. Ihr seht schon. Muss ich nochmal ansetzen hier. Ich schmeiß das Helferlein mal gleich an. Mal gucken, was passiert. Ja, zieht einigermaßen gerade. Naja. Für den Anfang, ne? Totaler Scheiß. So funktioniert das nicht. Also nochmal zurück. Entschuldigung. Und los geht's. Ja, wie gesagt, das ist in der Version 2013 wesentlich besser, also gerade am Anfang. Wenn ich größere Maschinen habe hier, also größere Traktoren, größere Zugmaschinen, dann geht das hier auch um einiges besser. Nur mit diesen Klapperkisten hier ist das nicht so einfach. Ne? Mir tut schon der Finger weh. WASD-OW. So. Ich glaube, eine Spur muss ich hier noch manuell fahren. Bevor der hier seine Arbeit auf die Reihe kriegt. Dann mache ich das einfach mal. Ah, es sieht schon ein bisschen besser aus. Oh, dann kann ich den Helfer wieder einspannen, würde ich mal sagen. Ja, wird auch langsam dunkel. Ich könnte mal Licht anmachen. Mit F kann ich die Funzel anmachen. Flash und so. So, und dann versuche ich es jetzt nochmal. Nicht ganz so großzügig. Versuche den erstmal gerade laufen zu lassen und dann drücke ich H und dann sollte der weiterlaufen. Super, dann gucken wir mal zu unserem Mähdrescher. Der ist immer noch am Ackern. Ja, ihr seht schon, der hat auch was stehen lassen hier.
Jetzt nichts Tragisches oder so, aber bei diesem großen Feld ist das natürlich jetzt nicht so schlimm. Bei kleinen Feldern ist das dann halt doof. Kann man sich ja überlegen, ob man das dann halt irgendwie nachher noch mit aberntet oder nicht. Oder einfach mit untergrubbert oder unterpflügt. Ja. Schauen wir mal. Ja, 75%. Ab 80% fährt er sein Rohr automatisch aus. Das dürfte dann jetzt also gleich passieren. Das zeigt dann dem Abfahrer an, irgendwie mein Korntank ist gleich voll. Komm mal rum. Ja, so. Dann macht das nicht mehr lange sozusagen. Ich kann jetzt entweder während er mäht halt nebenher fahren. Ich mach das mal kurz. Oder ich warte halt, bis der Korntank voll ist und der Mähdrescher steht und fahre dann halt ran und hole das Zeug halt ab. Das geht beides. Und so nebenher fahren geht halt auch mit dem Nummernblock, mit dem Tempomat, Stufe 4. Dann synchronisiert sozusagen die Geschwindigkeit des Abfahrers mit der Erntemaschine. Funktioniert meistens, sag ich mal. In der Regel fährt der Abfahrer einen Tick schneller, leider. Jedenfalls in dieser Version. Aber meistens reicht das halt. So. Ja, jetzt hat er halt 16% da reingerotzt in den Hänger. Und den lasse ich jetzt einfach ein bisschen weiterfahren und versuche jetzt halt dieses Feld halt mit dem abzuernten. Ich habe noch einen weiteren Mähdrescher. Den hier. Und ich habe auch noch ein weiteres Feld, was erntereif ist, nämlich da hinten. Hinter dem Berg. Ja, da fahre ich gleich mal hin und hole das Ding ab. Und spiele dazu noch ein bisschen Musik, nämlich Country and Western. Und werde dann diesen ersten Teil beenden, sozusagen als Einführung. Ja. Und im zweiten Teil geht es dann halt weiter mit zum Beispiel einer Feldverbreiterung und den ersten Saatvorgang bzw. auch Düngevorgang. Und bis dahin wünsche ich euch ein bisschen viel Spaß. Ne? Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, macht ein Abo. Wenn nicht, behaltet es für euch. Das war Joe Cognitur für Play Game. Und ich bin jetzt raus.